So, moin moin, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute das erste Video der neuen Videoreihe Datenstrukturen und Algorithmen. Ja, jetzt in den ersten Folgen fängt man natürlich mit den Basics an. Das wird aber natürlich von Folge zu Folge ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz will ich jetzt mal am Anfang anfangen. Wir hatten als erstes gemacht, einfache Zeigerstrukturen darstellen und mit Arrays arbeiten. Jetzt in der ersten Folge gucken wir uns erstmal an, ja, wie ein Array aufgebaut ist vielleicht und was eine Zeigerstruktur ist. Und in der nächsten Folge gibt es Insert und Delete bei einfach und doppelt verketteten Listen. Wir haben jetzt einfach ein Array hier gegeben. Das ist jetzt ein einfach verkettetes Array. Das hat so gesehen drei Eigenschaften. Einmal haben wir unseren Index i. Das ist ja ähnlich wie Arrays bei Programmieren. Dann, naja, unser Array haben wir einfach mal groß A genannt. In der Spalte stehen die ganzen Werte drin. Und wir haben einmal die Spalte Next. Das zeigt einfach an, welchen Index wir als nächstes aufrufen. Da steht jetzt Next 1, 2, 3, 0. Das muss natürlich nicht so sortiert sein. Ich könnte nach 0 auch einfach mal die 2 aufrufen, nach der 2 erst die 3 und dann nach der 3 erst die 1 zum Beispiel. Also das ist jetzt hier gerade ein Beispiel. Also ich stress mal kurz durch. Hier könnten auch andere Zahlen stehen. Also wir gehen halt von danach in die 2 gehen wir, von der 2 aus gehen wir in die 3 und von der 3 aus in die 1. Und wir haben uns jetzt auf der Uni bei uns geeinigt, dass wir beim letzten Element im Next die 0 stehen haben. Also den ersten Index unseres Arrays. Und der erste Index unseres Arrays hat keinen Wert, das heißt, wir haben da so einen Strich einfach hingemacht. So, wie stellt man das als Zeigerstruktur dar? Es ist auch nicht besonders schwer. Ein Aufbau einer Zeigerstruktur: Es gibt einen Punkt, es gibt einen Zeiger und es gibt so Kästen. Die Kästen sind in zwei Teile aufgeteilt. Auf der linken Seite steht der Wert. Das wäre jetzt in unserem Fall hier zum Beispiel die 4. Und wenn dieser Wert auf irgendwas zeigt im Next, außer die 0, weil das der Nullpointer ist, da terminiert dann halt die Zeigerstruktur. Mache ich jetzt nochmal kurz weg, damit das hier auch alles ein bisschen Sinn ergibt. Wir hatten ja das hier. So, wir sind ja jetzt in der 1 drin und zeigen jetzt mit Next auf 2. Das heißt, wir machen wieder so einen Punkt und zeigen jetzt auf den, ja, Zeigerblock von unserer 2. In der 2 haben wir den Wert 12 und die zeigt auf. Na, ich mache den Fall mal, der geht so gesehen jetzt eine Spalte weiter. Nach hier unten. Also der Fall geht hier noch weiter. So. Und dort haben wir den Wert 6. Zeigt die 3 noch auf was anderes? Also auf ein weiteres Element im Array? Nein. Wir haben jetzt hier den Nullpointer. Und dann terminiert das einfach. Also der prinzipielle Aufbau. Ich mache jetzt mal einen schönen Kasten hier. Das ist halt der Kasten. Auf der einen Seite steht der Objektwert. Und hier ist der Pointer. Und gestartet wird halt mit so einem Pfeil. Und naja, das Ende ist halt, wenn hier kein Pfeil mehr von ausgeht. Ja, soviel zum ersten. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis denne.